Morgen, 007. Willkommen im MI6-Agenten-Testzentrum. Wie Sie wissen, ist dieser Kurs für Doppel-Null-Agenten verpflichtend. Und nur die Besten bestehen ihn. Viel Glück. Nehmen Sie die Waffe vom Tresen auf, Bond. Weiter, 007. Weitermachen, Bond.
Gute Arbeit, 007. Sie haben mit Bravour bestanden. M wird Sie über Ihre nächste Mission informieren. Sichere Übertragung starten. Guten Morgen, 007. Seit 3 Jahren stiehlt ein hochrangiger russischer General, Arkadi Orumov, russische Militärausrüstung und verkauft sie auf dem Schwarzmarkt. Wir befürchten, er will eine Ladung Hightech-Waffen an eine Terrororganisation senden, die unsere Botschaften angreift. Sie müssen zusammen mit Agent 006 seine Operationsbasis infiltrieren, die Waffenladung zerstören und General Orumov notfalls eliminieren. Agent 006 überwacht die Anlage bereits. Die Zeit drängt, 007. Ein nicht registriertes Frachtflugzeug wird in 45 Minuten diese Waffenladung aufnehmen. Verstanden? Bestätige. Sind in Position. Viel Glück, James. MI6, Ende. Willkommen in Russland. Der MI6 hat uns Missionsfreigabe erteilt. Warten wir, bis der letzte Truck durch ist. Ich übernehme die linke Wache, du die rechte. Jetzt gehen wir. Keine Wache. Wir brauchen Action. Wir leben für Action. Wir sind Actionhelden. Hier gibt es keine Action. Gut gemacht, James. Wie in alten Tagen. Übernimm du den Turm. Aber Vorsicht, Scharfschütze. Ich übernehme den Truck. Kommt auf die Brücke zu. Übernimmst du das?
gleich sicher. Ich gehe zum Truck. Ich komme jetzt zu dir. Aus Vorsicht ist noch keiner gestorben. Auch wieder wahr. Also was weißt du über Orumov? Nur was im Dossier stand. Nach dem Fall der Sowjetunion wurde er neidisch auf die Oligarchen. Und ihr Geld, also ist er selbst mit eingestiegen. Da vorne, der Kontrollpunkt. Wir sind 6 Minuten hinterher. Halt dich bereit, falls was schief geht. Wie ist dein Russisch denn so? Как всегда, хорошо. Ти, не ходи с крузовика. В чем проблема, сержант? Спецдоставка из Москвы. 15 минут не ходи гостя. Почему я никогда не видел тебя? Ты новый? Переведен. Давайте документы. Я сказал, выходи с крузовика. Jetzt aber raus hier, Alex. Bewegung! Was zum Teufel geht da oben vor sich? Hast du was Neues gehört? Nein. Vermutlich wieder eine Überraschungsinspektion. Das konnte ich auch vorher sagen. Das ist mir nicht schon genug. Hast du den Helikopter gesehen? Ja, was ist damit? Wirkt EMP-sicher. Der soll einem elektromagnetischen Impuls standhalten. Die Explosion der Waffenladung wird es richten. Ich mache ein Bild für den MI6. Keine Zeit verschwenden. Du kommst sonst zu spät zum Treffpunkt. Mach weiter. Ich gebe Deckung. Schnell! Wachsam bleiben.
sollte dem General... Hast du deinen schicken Hubschrauber schon gefunden? Wenn du mit den Urlaubsfotos fertig bist, Bond, komm zum Treffpunkt. Die Zeit drängt. Ich habe für Ablenkung gesorgt, damit wir verschwinden können. Und zwei, bitte kommen! Haben Sie die Eindringlinge gesehen?
James, bist du schon beim Treffpunkt? Sollte meinen, dass es nach dem Ende des Kommunismus bei den Russen etwas modernere Transportmittel geben sollte. Los 007, wir sind hier nicht mehr willkommen. Die Hände hoch! Den Fallschirm abnehmen. Geben Sie her! Wenn's sein muss. See reflections on the water, more than darkness in the depth. Surface and never a shadow. On the winds I feel his breath. GoldenEye found his weakness. GoldenEye will do what I please. GoldenEye, no time for sweetness, but a bitter
Netter Trick. Ohne Fallschirm. Kannst du mir das auch mal zeigen? Du sagtest, die Zeit drängt. Also los. Hey, James. Für England? Für England, Alec. Immer für England. Ich hab dich, Alec. Gut. Der MI6 kann uns hier unten nicht erreichen. Aber wir beide können Kontakt halten. Über einen alternativen Kanal im Niedrigfrequenzbereich. Wir haben noch 19 Minuten, bis die Waffen übergeben werden. Das reicht, wenn Oromov uns noch nicht gesehen hat. Ich übernehme die Tanks. Und ich die Waffenladung. Der Letzte zahlt die erste Runde. Du bist dran. James. Funkstelle. Viel Glück. Thank you.
fest. Du musst zum Haupttechnikraum. Die Codes holen und die Sperre aufheben. Wir wurden infiziert. Anlage abriegeln. Das Umfeld sichern. Alle machen das Gefängnis. Finden Sie diese Eindringlinge und bringen Sie her. Ich will mein Geld zurück! Willst du einen Umweg nehmen, James? Nimm die untere Brücke in den Haupttechnikbereich.
Keine Bewegung. Den Sicherheitscode eingeben. Die Sperre aufheben. Geben Sie den Code ein. Werden Sie mich töten? Nein. Alec, geschafft. Bin zu dir unterwegs. Wir sehen uns im Atrium. Thank you.
Wachen direkt voraus. Thank you.
James, ich bin im Labor, aber du musst für Ablenkung sorgen. Locke die Wissenschaftler irgendwie raus. Wir treffen uns bei den Tanks. Bring die Sprengsätze an. Ich gebe Deckung.
fertig, Alec, du auch? Alec, bist du da? Alec? Alec? Rauskommen! Waffe runter, dann lasse ich sie leben. Tu es nicht, James. Hör nicht auf ihn. Schnauze! Nicht feuern, ihr tötet uns alle! Sie haben 10 Sekunden. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Bring den Job zu Ende, James. Spreng den Laden. Vier. Drei. Zwei. Zu spät. Ihr Freund ist tot. Und jetzt sind Sie dran. Bond an MI6. Hier ist Fordere sofort Evakuierung an. Hier ist Tanner. Evakuierung in 9 Minuten. Ich habe keine 9 Minuten. Wo soll ich lang? Hinten auf dem Flugfeld wird ein Fahrzeug betankt. Thank you.
Gehen Sie beim nächsten Ruf nach Nordbord. Dann kommen Sie direkt zum Hauptkontrollturm. Thank you.
Bond an MS6. Die Basis ist zerstört. 006 ist tot. Es tut mir leid, James. Schon gut. Er kannte das Risiko. Was ist mit Oromov? Unklar. Kommen Sie zurück nach London, Bond? Nein. Der Helikopter, ich habe ein Bild geschickt. Ein Ludmilla T1. Spezialausführung. EMP-sicher. Geben Sie mir alles über Oromovs Verbindungen. Wir müssen wissen, wer einen Helikopter braucht, der eine EMP übersteht. Wir kümmern uns darum. Bond, Ende. MI6 an Bond. Wir haben herausgefunden, dass Oromov hohe Summen erhält, die sich auf ein nigerianisches Tarnunternehmen namens Janus-Gruppe zurückverfolgen lassen. Außerdem hat er gestern Nacht mit einem russischen Gangster namens Sukowski telefoniert, der einen EMP-sicheren Helikopter sucht. Der Russe operiert von einem Nachtclub in Barcelona aus. Die Polizei dort hat einen Maulwurf, der sie reinbringen kann. Sergeant Garcia. Wir wissen nur eins über Sukowskis Äußeres. Er hat eine schreckliche Narbe quer über seine rechte Wange. Ist Sukowskis Vorname Valentin? Woher? Die Narbe ist von mir. Du darfst dich hier nicht so benehmen. Senor Sukowski ist ein unbarmherziger Mann. Wenn du noch mal auf den Tisch entlassst oder den Mädchen Geld. Tut mir leid, Senor. Für heute Abend gibt es keine Karten mehr. Und der Mann da, der ist einfach rein. Bond, Sie können die Gesichtserkennung Ihres Smartphones einsetzen, um Sergeant Garcia zu finden. Danke. Ich muss heute lange arbeiten. Der neue Kunde ist anspruchsvoll. Nein, mein Fenster ist offen und in den Bars auf dem Platz ist heute viel los. Ich dich auch. Minimum eine Flasche. Beste russische Qualität. Nur in Moskau erhältlich. Nicht schlecht für eine Fälschung. Sie sollten Ihrem Boss sagen, das echte Etikett hat ein dunkleres Blau. Querida, wir warten auf unsere Drinks. Es war mir ein Vergnügen. Genießen Sie den Abend.
Garcia? Sígueme, Mr. Bond. Este señor viene a visitar Zhukovsky. Un momento. Venga, pasa. Te debo una. Tut mir leid, Senor. Hier ist kein Eingang. Schatz, ich schwöre, ich würde nie eine andere ansehen. Sagen Sie, Mr. Bond, wieso sollte ich diesen Knopf nicht drücken und so meine Männer rufen, um diesen schicken Anzug zu durchlöchern? Weshalb Kugeln verschwenden, wenn man eine EMP-Waffe hat? Warten Sie hier. Bring mir den Drink. Folgen Sie mir. Die Mädchen könnten lauschen. Wem verdanke ich diesen unangenehmen Besuch? Dem Telefonat mit Urumov letzte Nacht. Was will die Janus-Gruppe mit einem EMP-sicheren Helikopter? Soll ich jetzt etwa die andere Wange hinhalten? Ich könnte Ihnen ein passendes Gegenstück verpassen. Komm rein, Schatz. Ich habe es dem General auch schon gesagt. Gehen Sie zur Waffenmesse in Dubai. Er was? Er hat Zhukovsky getötet. Nicht fliehen!
Und die örtliche Polizei wurde zu Sukowskis Club geschickt. Okay.
MI6 an Bond. Sichere Übertragung starten. Die Frau, die Sukowski ermordet hat, heißt Xenia Onatopp. Sie war beim russischen Militärgeneral Oromov bei der Invasion Georgiens zugewiesen. Die beiden reisten letzte Nacht mit falschen Pässen in Dubai ein. Wohl zur jährlichen Waffenmesse, auf der ein neuer EMP-sicherer Helikopter vorgeführt wird. Ihre Mission? Sorgen Sie dafür, dass der Heli nicht in Oromovs Hände fällt. Ihr Kontakt auf der Waffenmesse ist Sky Briggs. Eins noch, James. Ich weiß, wie es Ihnen geht, weil Oromov 006 tötete. Aber solange wir nicht genug über die Janus-Gruppe wissen, ist Oromov lebend mehr wert als tot. MI6, Ende. Bitte, Sir. Bleiben Sie stehen. Waffen abgeben. Danke, Sir. Ah, ja. Er ist hier. Ja, Sir. Mr. Briggs erwartet Sie die Treppe hoch, Sir. Einen schönen Abend. Was für ein wunderbar einfallsreiches Stück. Das hätten meine Leute erfinden sollen. Bond? James Bond? Sky Briggs, Sicherheitschef. Gehen wir etwas, ich führe Sie herum. Ich weiß, Ihr Boss macht sich Sorgen, dass diese Ruskis mit dem EMP-sicheren Hubschrauber abziehen. Aber ich sage Ihnen, das wird nicht passieren. Meine Leute machen einen Spitzenjob. Man müsste verrückt sein, hier einen Raub zu wagen, bei dem Waffenarsenal. Was sich rührt, erschießen wir. Übrigens, wenn Ihnen etwas gefällt, kann ich Ihnen einen Profi-Rabatt besorgen. Jedenfalls, ich wollte Sie den Piloten vorstellen. Sie haben für Blackwater Cobras zwischen Kandahar und Kabul geflogen. Der Heli ist in absolut sicheren Händen. Beschuss! Let's go.
Gehen Sie zur Bordlounge 907. Sie können von dort auf das Schiff. Wurde geortet und gesichert. Das Schiff ist jetzt in unserer Hand. Alpha Team, wie ist euer Status? Over. Alpha Team? Bitte kommen, Alpha Team. An alle Teams, Kontakt mit Lounge abgerissen. Positionen um jeden Preis halten. Over. Sprengsätze hier platzieren. Sprengsätze schon. Thank you.
Gott segne Sie, Sir. Die wollten uns umbringen. Warten Sie hier. Der General hat den Helikopter. Auf Befehl ziehen wir uns... MI6, Tanner an Bond. Vor einer Stunde landete Orumovs Helikopter in einer entlegenen sibirischen Basis. Die Russen behaupten, es handle sich um eine nicht-militärische Klimaforschungsstation. Aber vor 25 Minuten hat jemand dort ein Notsignal auf Militärfrequenz abgegeben. Die Russen haben bereits Truppen entsendet und zwei MiGs gestartet. Ihr Auftrag ist es, den russischen Truppen auszuweichen, die Basis zu infiltrieren und rauszufinden, was los ist. Eines noch. Das neue Telefon, mit dem wir sie ausgerüstet haben, ist ein EMP-sicheres Modell. Falls es zum Schlimmsten kommt, sind unsere Satelliten zeitweise blind. Aber ihr Telefon überlebt das. Tanner Ende.
Unfall. Ein Unfall. Oder ein Übung. Weiter vorwärts, Bond. Die Klimaforschungsanlage sollte jeden Moment in Sicht kommen. Bond an MI6. Hören Sie mich. Sehen Sie zu, dass Ihre Waffen gesichert sind, Männer. Ich will keine dummen Unfälle. Ruhig bleiben. Die Verstärkung ist bald hier. Hol den Sanit.
Ziel bewegt sich! Angreifen!
Haben Sie von den Männern im Serverraum gehört? Ja, sie arbeiten daran. Und dann einmal Six. Hören Sie mich? Jawohl. Ich bin drin. Es ist ein Kontrollzentrum. Ich sehe mich um. Muss zum Hauptserverraum. Verstanden? Ob sie tot sind. Tötet sie. Seht nach, ob sie alle tot sind. Ah!
man? Lassen Sie mich! Verschwinden Sie! Halt! Wer sind Sie? Was wird hier gespielt? Lassen Sie mich! Ich will Ihnen helfen. Sie haben meine Freunde alle erschossen.
Zone wurde eingedrungen. Kontaktteams, Überlebenden eliminieren. Wurde eingedrungen. Kontaktteams, Überlebenden eliminieren. Bewegung! Thank you.
Das Ziel ist unter uns! Drücken wir aus! Ziel bewegt sich! Angreifen bitte!
Wir sehen uns wieder. Sie haben das Notsignal gesendet, oder? Ja. Wer sind Sie? Mein Freund, jetzt aber raus hier. Hör nach! Ich kann den Weg. Alleine nicht sicher. Ich kann helfen. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Natalia Simonjova. Ich bin Computerexpertin für die GoldenEye-Satellitenwaffe. Fallen lassen! Sie sind verhaftet! Danke. Das hätte ich auch so geschafft. Also, ich frage Sie nochmal, Mr. Bond. Wie sollen wir Sie exekutieren? Kennen Sie die Strafe für Terrorismus in Russland? Wer ist der Verräter in Ihrer Regierung? Was wissen Sie über die Janus-Gruppe? Wieso haben Sie GoldenEye ausgelöst? Stopp! Alle beide! Jungs und ihre Spielzeuge. Es war Orumov. General Orumov? Wieso sollte er so etwas tun? Es gibt zwei GoldenEye-Satelliten. Er löste einen aus, um den zweiten zu stillen. General Orumov. Minister Mishkin. Wie können Sie diesen Mann ohne meine Gegenwart verhören? Der Mann ist ein Spion. Er hat Mishkin getötet. Seine eigene Waffe. Los! Viel Glück, Mr. Bond. Er hat Mishkin getötet! Stoppt ihn! Er darf nicht...